40 Jahre Handball-Weltmeister. Jährlich an Pfingsten treffen sich die 78er-Helden. Zum 40-jährigen Jubiläum blicken wir zurück. Erfolgscoach Vlado Stenzel. Für den Magier war der WM-Titel 78 das Highlight seiner Karriere. Ein harter Weg. Das Team um Torwart Manfred Hofmann setzte sich gegen Jugoslawien und die DDR-Auswahl durch. Das Team. Stenzels Mannschaft ging als Außenseiter ins Turnier und wuchs zu einer fest verbundenen Einheit zusammen. Die Stars. Herausragende Spieler des Teams waren Größen wie Heiner Brandt, Joe Deckarm, Kurt Klüspies und Erhard Wunderlich. Übermannschaft Sowjetunion. Im Finale wartete der Topfavorit UdSSR um Trainer Jewtuschenko auf die deutsche Mannschaft. Das Spiel des Jahrhunderts. Dieter Jimmy Waldke sorgte bei seinem ersten Turniereinsatz für die klare Führung. Rockstar des Handballs. Seinen Spitznamen Jimmy erhielt er linksaußen, weil er so langes Haar trug wie Jimi Hendrix. Kapitän geht voraus. Horst Spengler brachte sein Team mit 2016 in Führung, doch die UdSSR kam wieder ran. Eine sportliche Sensation. Nach einem spannenden Fight siegte die deutsche Mannschaft mit 2019 und holte den Titel. 40 Jahre später. So sehen die Sieger von damals heute aus. Der Titel gilt bis heute als Meilenstein des deutschen Handballs. Mythos 78. Ein Jahr vor der Heim-WM 2019 ist das Buch zum WM-Wunder erschienen.